Herzlich willkommen, guten Tag, live vom Klimazlan Ferienlager. Wir sind auch wieder da. Guten Tag. Simon? Ach, schön. Oh, Simon, hallo. Komm doch zu uns. Hi. Hi, Mann. Na? Ich dachte mir, wir haben hier den Raum und ich würde super gerne mal beim Spielen die ganze Zeit rumfahren. Ja, mach das bitte. Ja, ich finde das sehr gut. Ja. Ich weiß noch nicht, wie lange dein Pad hält, weil du brauchst ein Pad. Wir spielen nämlich ganz frisch Rocket Beans, wie immer, ganz heiß dabei. Mhm. Simon, fast runtergefallen. Nach. Wir spielen die Closed Beta von Destiny 2. Wenn alles gut läuft, aktuell scheint es gut zu laufen, ja. Werdet ihr also, die ist ganz frisch, die ist jetzt 2 Stunden alt erst. Das ist ganz gut, ne? Ja, also es ist ein bisschen gefährlich, weil zum einen Simon sich verletzen könnte, zum anderen aber die Server natürlich ein bisschen instabil sind, ne? Also wenn das Beta geht live, da kann schon mal was passieren, aber wir sind guter Dinge, ja. Dass wir diese Gefahren umschiffen. Und es gibt verschiedene Modi. Es gibt Multiplayer, da kann man 4 gegen 4 spielen. Ja. Und es gibt natürlich die Kampagne und eine Strike-Mission. Genau, also es gibt eine Story-Kampagne. Ich weiß nicht genau, wie lange sie geht. Ich weiß nur, dass es sie jetzt in dieser Closed Beta geben soll. Dann gibt es einen Strike 9. Mhm. Und auch im PvP haben sich ein paar Sachen neu erstellt jetzt sozusagen. Da gibt es einen neuen Zusatzmodus. Der wurde geändert auf jeden Fall. Aber ey, fuck, wir sind im Klimasland. NER gerade live. Das ist total absurd. Ja, ohne, ne? Scheiß. Das ist aber cool. Ohne Scheiß. Ich hab's nur ungern verlassen, das Studio, denn es war eine schöne Stimmung. Und jetzt sind wir hier. Ja. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier zusammen? Soll ich mal nochmal gerade komplett neu rausgehen? Oder wir starten jetzt erstmal in den Trailer rein. Das würde ich gerne über meinen Rechner machen. Und dann starten wir jetzt einfach mit unserem Beanstalk. Gemeinsam gleich wollen wir den Strike spielen. Wir wollen in Story-Mode rein und eventuell später noch ein bisschen PvP zocken. Und irgendwann brennt es hier, lagerfeuertechnisch. Aber jetzt halten wir die Fresse, es geht los. Closed Beta, Destiny 2. Also Ikora, wenn das ein Scherz sein soll... Fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Hm. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es. Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Oh Mann, da sind ey. Keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Sie vom Dialog ein bisschen besser werden. Sind sie auch ein bisschen besser? Alle zu mir! Aber jetzt! Tja, schwarze Bild, ne? Schwarzen Bildschirm haben wir. Es geht aber noch weiter. Sian ist cineastisch. Alter, ich kann nicht mehr reden. Cineastisch. Ja, cineastisch, bombastisch. Cineastisch. Das ist, glaube ich, aber auch die Kampagne, die man auf der E3 spielen konnte. Ich meine, ich habe die auf der E3 schon gespielt. Ja. Manche Leute waren ja auf der E3. Einige Leute waren auf der E3, haben sehr viel gearbeitet. Ja. Das erinnert mich sehr an Mass Effect irgendwie, wie die Reaper angreifen. Hier ist dieses große Sternraum. Ich hab's gerade während des Trailers hier gesagt, ich weiß nicht, ob das Mikrofon offen war, im Dialog schreiben sind sie immer noch nicht besser geworden. Ja, das ist meistens, daran hapert es meistens. Auch in der deutschen Synchro, wieder mal. Ja. Was ist denn da los? Sowas.
Die Satelliten, die Satelliten. Was ist denn da los? Babala! Wow! Ich finde, du solltest die Synchro machen. Für alles, für alles, auch die Geräusche sonst. Also das kenne ich übrigens noch nicht, das ist nicht egal. Danke. Alter, ey, der Traveler. Alles im Arsch. Guck mal. Ja. Ja. In Destiny 1, ich wurde ja sehr hart gepult in Destiny 1. Es hat sehr viel Spaß gemacht und mit sehr tollen Leuten Destiny kennengelernt, die ja Destiny richtig gespielt haben. Und da gab es auch immer die Theorie, dass wir eigentlich die Bösen sind und auf die ganzen Planeten gehen und einfach alle voll nerven. Wir sind halt die elitären Ritter, die denken, wir sind die Guten und ja, machen einfach ja. alles kaputt. So. Rüstung. Oh, okay. So. So, das ist jetzt quasi dann diese Kampagne. Ist das Singleplayer dann? Ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt irgendwie bei uns dazukommen kannst. Also es gab zumindest kurzzeitig eine Ansage, so habe ich es verstanden, dass man auch den Story-Modus gemeinsam spielen kann, und zwar im Dreier-Koop. Ich dachte das nämlich auch, ja. aber ich weiß nicht genau, wie wir uns finden. Ich bin nämlich auch schon in diesem Koop. Ich habe eine Granate geworfen. Wir können jetzt zumindest Freund. Alle versuchen, den Anfang parallel zu spielen. Ja, das können wir machen. Aber kann man ein bisschen hin und her schalten, aber... Ich habe noch nicht mal, leider, wir haben ja hier kein Internet, außer das Internet, was wir alles in diesen Stream hier reinstecken. Fass es nicht an, so wie es ist. Nee, fass es okay. gar nicht an, ey. Ey, unser guter Tobi, ey, Router tot und rennt über das Klimasland. Das ist mein fucking Held, ey. Wir müssen mal gucken, hat irgendwer Internet hier, dass wir Nein. gucken können, wie wir es hinkriegen? Wir sind hier im Klimasland. Wir machen, so sieht es heute Abend im Klimasland auch aus. Das ist der Plan. Okay, dann wollen wir dann, ihr seid ja schon ein bisschen weiter als ich, wollen wir trotzdem, wollt ihr die Mission nochmal starten oder was? Ich hab schon. Oh. Ja, jetzt warte aber gerne noch, warte, ich lauf zurück für dich. Ja, genau. Ich lauf für dich zurück. Dann warten wir doch nochmal. Genau. Nils ist auch schon mittendrin, du hast nämlich vorhin schon mal ein bisschen reingetestet. Na? Okay. Destiny 1 habt ihr ja gar nicht richtig mitgemacht. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich war echt gehypt wegen Bungie. Ja. Und dann habe ich gespielt und dann war das Trefferfeedback und sämtliche Kämpfe waren für mich total unharmonisch. Und irgendwie hat es mich null gecatcht. Also ich habe dann aufgehört und es hat. Ich weiß, dass es mittlerweile besser geworden ist. Aber Kommst du zurück oder nicht? Oder kannst du gar nicht mehr zurück? Weil sonst starte ich jetzt einfach. Ja, gerne komme ich zurück. Ich warte hier gerne. Kannst du mir joinen? Also ich meine, wir sind ja im selben Netzwerk. Nee, kann ich tatsächlich einfach nicht. Es hat einfach angefangen, das Spiel, ne? Ich kann, ich habe die Befürchtung, dass es tatsächlich jetzt gerade in diesem Moment noch nicht geht. Also ich bin ein Stückchen weiter als du. Wir können es dann ja bei dir sonst auch zeigen. Ich warte auch gern, bis du hier bist. Ja. Gut, dann starten wir bei mir, würde ich sagen. Ne? Und Simon und ich spielen parallel. Genau. Also jetzt können wir ja mal ganz kurz checken. Einmal bitte auf meinen Screen, wenn das noch geht. Ich nies gleich. Und einmal auf Simons Screen. Gesundheit. Hi, hallo. Das Gleiche. Geil. Entschuldigung. Ja. Simon, du musst rüberfahren. Moment. Achtung, wartet bitte. Oh, wenn ihr parallel jetzt dieselben Sachen macht, aber ihr habt nicht die gleiche Klasse. Ich versuche, Budi nachzuspielen. Alles klar. Aber ich spiele eine andere Klasse. Ich spiele die, wie heißt die dritte? Warlock. Genau. Ja, Simon, ich bin Hunter. Warlock. Und ich bin der... Schon gerade mit meinem geilen Supercharge. Titan. Ja, übrigens, ich habe tatsächlich auch Destiny gespielt, Budi. Ich war schon... Los, Simon. Ja, ich war dafür. 20. Ja. Plus Lichtlevel und so. Aber irgendwann habe ich halt auch aufgehört. Ja. Schnauze. Bam. Ah, den habe ich ja schon erlebt. Geil, das Budi. Ich habe mich echt gefreut auf dieses Spiel. Also ich freue mich drauf, sagen wir so. Riesige Weltraumnashörner. Aber Destiny ist auch für mich ein Spiel, ich habe auch ein bisschen im PvP gespielt, aber Destiny ist für mich echt so ein Koop-Team-Ding. Es macht echt Spaß rumzufahren und Leute, jetzt habe ich aber gerade nichts drauf, ey. Was geht denn hier ab, ey? Krieg schon voll auf den Sack. Simon, bist du schon weiter als ich? Ja, ich hab die alle schon. Oh Mann. Ich stehe einfach nur und warte auf dich. Ah, da bist du. Ich hab gerade einen ganz schönen Screen hier über die brennende Welt. So sieht die Ausgangssituation aus. Hey, ihr zwei, eine Sekunde. Warum machst du das immer, Simon? Kannst du mal aufhören? Ich schieb hier manchmal mit dem Hoverboard dem Nils sein Sofa weg. Zu viel Power. Zu viel Power. Budi, wo bist du? Wo bist du da lang? Ich komme auf jeden Fall nicht weiter. Schau mal auf meinen Bildschirm. Hinter dir. Ja, da war ich doch gerade. Simon. Genau. Was? Moment. Bist du durch die Tür? Durch die Tür. Aber die geht nicht auf. Ich komme da auch gerade nicht. Aha. Oh. Netz. Trying to reconnect. Attention. Abgekackt. Immerhin. Gleich hört es vielleicht. Router tot. Oh nein, das machen wir jetzt. Vielleicht sind wir einfach nicht online mehr. Was machen wir? Das kann ich laufe schon mal. Ich hole schnell Internet.
Vorsicht, Kabel! ja, ich hoffe, wir sehen, also ihr seht uns hoffentlich noch. Auf euch alle. Prost. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur unsere Konsolen wechseln oder auch das komplette Internet hier in ganz Norddeutschland. Vielleicht können wir auch die Schule. Oh Leute, wenn ihr das sehen könntet, sie rennen alle wie die Ameisen hin und her. Echt? Und transportieren Dinge und es, yay! Sie sind motiviert, aber sie haben kein Talent. Wie wir, Simon. Wie wir. Nur, dass wir sitzen dürfen, ey. Es erschreckt mich gut, wenn man diesen Ding schon durch die Gegend. Ohne Scheiß, Simon. Ey, ohne Scheiß. Was meint ihr? Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Alter, das ist so lächerlich, ey. I've been looking for have a board. Simon hat original vorhin gefragt. Ey, los, wir haben zwei davon. Wer macht mit mir Dirty Dancing, ey? Das ist mein Plan. Für Beans on Ice, das Vorprogramm ist dann auf dem Parkplatz. Und da ist dann. I've had. The time of my life. Ey, ich weiß gar nicht, ob wir noch live sind. Never. Das habt ihr nicht gehört wahrscheinlich. Wovon reden Sie? Was denn? Wovon reden Sie? Ich fahre hier Hoverboard weiter hin? Mit dem Hoverboard. Es ist explodiert. Ich finde das schön hier. Ich mag das. Ja. Wenn wir noch live drauf sind, dann freuen wir uns sehr. Es kann wirklich sein, das ist die Closed Beta. Ganz frisch am Start. Destiny ist vor 2-3 Stunden wurde es geöffnet. Man konnte es vorladen. Und es kann sogar sein, dass nicht nur wir kein Internet haben hier, sondern weltweit. Sondern weltweit. Ja. Nicht nur Rüspeln, die große Internetkrise. Rüspeln mit Internet again. Ja. First. Ja, wer weiß. Ey, ganz ehrlich, die Welt geht so vor die Hunde. Ich rechne jeden Moment damit, dass es einfach diesen Moment gibt. Einfach, wo alles zusammenbricht. Ja, aber glaubst du, das ist der Moment, wenn das Internet weg ist? Ist so. Wenn auf einmal, so geografisch gesehen, auf einer etwas größeren Fläche, das Internet weg ist. Ja. Dann könnt ihr euch sicher sein, geht nach Norwegen auf den Laserturm. Okay, Norwegen, Laserturm ist klar. Nein, der ist besetzt. Ist klar, aber da müssen wir jetzt, aber ey, wir müssen ein bisschen schärfer denken, Leute. Vielleicht ist es an der Zeit, wirklich sich die alternativen Pläne auch aus. Sagt ihr mit einem Bier in der Hand. Ja, ja. Wir müssen schärfer denken, Leute. Wir müssen schärfer denken. Näher ist Rüspeln. Und wir sind jetzt gerade im Klimansland. Wir sind viel mehr Leute. Und die anderen sind so jung. Ja, aber wir können die einfach vertreiben hier. Ja, die können auch. Ja, und hier haben wir viel mehr Material. Ja, das stimmt. Budi, du weißt schon, dass diese ganzen Landwirte mit ihren riesigen Händen Traktoren. Ja, ist so. Die sind über Jahrhunderte gewohnt, dass sie mit Mistgabeln und Fackeln dem Oppressor zu Leibe rücken. Ja. Und du glaubst mal nicht, dass die dich mit deinem Kreuzbandriss in irgendeiner Form nicht ist kein Kreuzbandriss. Wollen. Ich weiß nicht, ob das ein Kreuzbandriss ist. Außerdem hat Simon ein Hoverboard. Ja. Gib ihm eine Mistgabel und er kann dann mit 12 km/h aber sowas von. Also geschmeidig über den Asphalt. Aber nur 2 oder 3 schaffe ich. Solange der Akku hält. Solange der Akku hält. Immer langsamer. Vorher schimpft er noch. Ey, ihr Trottel. Ja, aber auch die Mistgabel. Wenn da 2 oder 3 Leute draufhängen, dann wird die irgendwann unpraktisch. Ja. Die Mistgabel an sich. Ey, ich finde das so mega. Das stimmt. Ja. Aber ein Hoverboard mit Kettensäge. Das ist übrigens ein guter Filmtitel. Hoverboard mit Kettensäge. Da würde ich reingehen. Ich würde auch einen zweiten Titel reingehen. Offensichtlich ein erfolgreicher Film, sonst gäbe es keinen Nachfolger. Bei dem Titel würde ich euch fragen, ey Leute, kann ich wirklich den zweiten Teil vom ersten sehen oder nicht? Oder verliere ich dazu viel? Technisch geht nicht. Das weißt du halt. Aber im zweiten Teil ist das Hoverboard halt ersetzt durch diese, wie heißen diese größeren Dinger nochmal? Hover. Nee, wo du so Bikes. Autos? Nee, diese, wo der Erfinder sich über eine Klippe ist. Ah, Segways. Segways. Genau, und wir haben ja mal für Weekly Wahnsinn mit Segways gedreht. Und, ich hab noch privates Material über dich, das möchte ich nicht zeigen. Ne, wollen da nicht zu viel verraten, aber fantastisch, hat Spaß gemacht. Und ich habe mir da so vorgestellt, wenn jetzt eine komplette Armee mit Segways und einer geilen Musik über das Schlachtfeld rollt und die rollen aber so, erst siehst du so Nahaufnahme, die eine Fraktion, dann die andere. Und dann siehst du die totale, wie so 2 Segway-Armeen. The Wall of Death so aufeinander zu. Und die haben dann alle so irgendwas in der Hand. Ja, und dann Kurzschwerter oder. Kurzschwerter. Oder sie haben so ein auf den Segway montiertes MG. Einfach so. Ein du fährst doch. Ja. Und durch den Rückstoß. Also Vorstoß und MG-Rückstoß, da halten sich genau die Waage, sodass sie auf der Stelle stehen. Aber schießen. Das heißt, wenn du schießt, dann bleibst du stehen. Ich bin wieder drin. Hey, es geht. Okay. Auch für Scheiße zu labern. Ich bin wieder drin. Okay, schnell zu mir. Ich war gerade dabei. Ich habe noch das Bild. Ich habe Warlock gewählt. Guck mal, ich bin Hunter und können wir denn? Geht das denn jetzt hier, Timo? Ja, Alter. Ja, guck mal hier, geil. Und ich drücke. Okay, ich bin drin. Ich sehe ein pinkes Raumschiff. Ja. Was soll das? Das ist das habe ich so nicht ausgesucht. Es leuchtet pink.
So, du fliegst zurück. Das ist so der Ladescreen bei euch. Genau, das sind unsere Raumschiffe. Jetzt können wir mal gucken, vielleicht schaffen wir es irgendwie in die Lobby jetzt zu kommen. Jetzt können wir in die Lobby kommen, vielleicht, wer weiß, ja. Wir gucken mal. Ein bisschen Lobbyarbeit machen. Oh, guck mal, du hast sogar zwei Charaktere. Simons Kamera ist jetzt weg. Wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich extra hingesetzt, damit ich in der Kamera zu sehen bin und jetzt ist es weg. Ich habe weiblich und männlich jetzt. Ach komm, nehme ich weiblich jetzt. Du bist auch eine Frau, ne? Ja. Sind alle Frauen heute. Frauen sind aber auch toll. Ja. Ja, aber warum hat die Frau ein pinkes Schiff? Ist das nicht eigentlich verkehrt? Aber meine Frau hat kein pinkes Schiff. Weißt du, was eigentlich verkehrt ist? Dass sobald ein Klischee und die dazugehörige Person zusammenkommen, dass man dann glaubt, ey, du bist aber rückständig. Warum? Es heißt ja nicht, dass Frauen keine pinken Sachen mehr mögen dürfen. Das heißt einfach nur, dass Männer sie auch mögen dürfen und dass pink nicht assoziiert wird direkt mit Frauen. Das stimmt, aber das Problem haben Bauern auch. Weißt du, wenn man immer sagt, Bauern haben riesen Hände und dann bist du halt ein Bauernhaus, eine sehr kleine Hand. Ja, es gibt ja unterschiedliche Kasten bei den Bauern. Handkasten. Systeme. Guck mal, also das ist jetzt der Part, den Budi gerade auch hatte. Ich setze auch den Kopf herauf. Ja, aber ich finde es gerade zu lustig. Aber ich... Ja komm, machen wir jetzt. Destiny. So, wir dürfen direkt hier wahrscheinlich vom Anfang beginnen. Ja. Was schade ist, weil ich schon wieder weit war. Aber jetzt wartet ihr bitte. Jetzt starten wir zeitgleich einfach. Aber ich war schon total weit. Ja, das Pech. Warte, Simon. Simon, pssst. Okay, ich warte. Ganz kurz warten. Gleich da wieder runtergehen, Simon. So, ich überspringe jetzt meine Plansequenz einfach. Okay, also ich bin da. Moment. So, wir haben Schmuwisten. Und am schnellsten, aber auch am erfolgreichsten weiterkommt. Simon ist aber auch schon... So, ich bin da. Alle bereit? Auf die Plätze. Ja. Fertig. Go! Der Hunter! Simon der Hand. Die Hand. Kabal. Und Nahkampf und wechseln. Und ins Gesicht und Kopfschuss und mega gut. Machen wir das? Machen wir ein Wettrennen? Ja, natürlich. Okay. Schnauze jetzt hier, ey. Jetzt spielen wir besser. Schnauze. Ciao. Hüter zur Piazza. Hey, ihr zwei. Eine Sekunde. Okay. Was ist hier los? Mach auf. Oh, Simon ist schneller. Simon ist am schnellsten. Ja. Nee. Ach, jetzt macht der hier. Oh, jetzt habe ich mir ein Schild. Dumme Poser, muss hier alles alleine machen. Geh weg, lass mich durch. Voll Idiot bin. Okay. Alright. So, no time for loot. No time. Schau mal, Budi, da bist du. Da ist der Budi, er hält sich das Knie. Hier, ich halte mir das Knie. Mein Knie ist leider echt lädiert, ey. Das ist echt scheiße. Hat zufällig jemand von euch aus unserer Community ein MRT zu Hause? Ja. So, jetzt neue Waffe aufgepickt, geil. Jetzt kann ich hier auf Start drücken, da kann man die equippen, kann man mal zeigen. Jetzt hab ich irgendwie eine neue, ich weiß es nicht. I did that too. Ich nehme jetzt mal die hier. Und statt der Pistole nehme ich mal... Oh ne, es ist beides, ne? Ich nehme jetzt mal die hier. Okay. So. Gehen Sie bitte auf. Okay, man, weiter geht's. Das ist die Grafik ist ein Wahnsinn. Oder? Es sieht wirklich gut aus. Also, wie gesagt, wir haben es jetzt noch nicht geschafft, uns in ein Fireteam reinzusetzen, sonst könnten wir das Koop spielen. Aber bevor wir noch mehr Zeit verlieren, zocken wir jetzt einfach parallel. Jeder spielt sozusagen diesen Anfang der Closed Beta von Destiny 2. Ganz frisch und heiß. Wir freuen uns, dass wir das machen dürfen. Fertig. Und jetzt, wer weiß, vielleicht danach können wir nochmal dann als Fireteam in den neuen Strike, in der ebenfalls in der Closed Beta spielbar ist. Und wenn wir jetzt natürlich ein Wettrennen rausmachen, dann ist schon wieder so ein Leistungsdruck dahinter, ne? Ja, aber das schaffst du. Meinst du? Alter. Was ist denn hier? Ich komm grad nicht weiter, weil ich nicht vorkomme. Wo muss ich denn hin, ey? Okay. Da ist er gerade schon weiter. Oh, jetzt kommt dieser Typ. Ist das nicht so ein komischer Typ?
Genau, ihr habt Feuerschaden oder Arkanenschaden oder so einen Scheiß, ne? Das habt ihr auch alles am Start. Oh, krieg ich gerade auf den Sack. Boah, Wahnsinn. Uhuhu, gar kein Problem. Boah, ich muss ein bisschen durch in Deckung hüpfen. Oh, so. Seid ihr bei dem Ding, das ist ja geil. Viech oder was? Na komm, Risse. Oh. Was ist das? Der ist weg. Oh, ich bin in dieser, in dieser Halle. Damn! Okay. Ja, komm. Okay, komm mit dem. Die Mission gefällt mir gut. Bitte gehen Sie sofort hier durch. Oh, ich bin an der. An einem großen Raketenkreuzer. Oh, Nils ist, glaube ich, vorne. Ja, Simon ist auch nicht so schlecht. Geil. Ich bin auch schon vorne. Ja, ich. So. Wir rushen jetzt. Guck hier mir durch. Die Optik an. Ja, okay. Machen wir, wollen wir mal Optikpause machen? Oh. Ich muss kurz schießen. Es ist so schön. Ich kenne die Story nicht, dadurch ist es für mich alles ein bisschen verwirrend. Aber es sieht toll aus. Wo oh, ich hab super dumm, ich bin gestorben. Nils, wo muss ich hier lang? Warte, ich muss mich verstecken. Ich werde beschossen. Ah, ich muss vielleicht hier hoch. Im Hangar, wo muss ich denn dahin? Hangar Games quasi. Nils. Rechts wahrscheinlich, ne? Also wenn oben, wenn du mir nichts zu sagen hast, dann sag es mir einfach. Entschuldigung, du musst. Ich kämpfe gerade. Du weißt Simon. Es auch nicht. Ja, sag doch einfach nur hoch, runter, links, rechts. Okay, hoch, irgendwas. Runter und dann links, rechts und dann irgendwas. Links oben, Simon, siehst du auf einem Map einen weißen Pfeil. Der zeigt dir an, wo du hin musst immer. Einige Leute kämpfen für die Freiheit. Na komm. Der Kampf für die Freiheit tobt. Okay. Oh, der Traveler wird angegriffen von diesem Megaschiff. Mhm. Seht ihr dieses? Ei, ei, ei. Okay, es geht weiter. Ich kann nicht auf. Huch, komm her. Oh, ich hab Bock gerade. Den Reisenden. Hier geht's weiter. Das wird alles angegriffen. Boah. But that is irrelevant. They are attacking the traveler. We must get to it now. We will protect our people at any cost. Was für ein Desaster. Ich Vollidiot. Nein, the traveler. Was machen Sie mit dem Traveler? Sie machen irgendwas Schäbiges mit dem Traveler. Scheiße, Mann. Seid ihr da? Nee. Ach, guck mal. Was sind das? Hier sind Leute. Ist es der Hub? Nein, meine Verbindung ist weg. Kontaktiert? Nein, der. Also bei mir wird der Destiny-Server gerade erst kontaktiert. Bei dir auch? Bei dir auch. Alles gut. Aber da waren gerade zwei andere Typis. Ja. Und da habe ich mir überlegt, war das vielleicht der Hub, wo man sich zusammenschließen kann? Das kann sein. Das könnte sein, dass man da hinkommt. Ja. Intro durchspielen. Aber ich muss, war noch nicht an der Stelle. Hub also, kommt. Ah, okay, Neuverbindung. Ich glaube, ja. Ja, sieht schon wieder nicht mehr so gut aus. Ah. Naja. Aber das hat Spaß gemacht. Also ich mag Destiny, ich finde, es spielt sich einfach total flüssig. Ja, schön. Wie ein Shooter. Ja. Völlig in Ordnung. Ich habe das, was ich bisher dachte über Destiny, muss neu gedacht werden. Neu geschrieben werden. Nee, neu gedacht von mir, weil ich habe
einen Fehler gemacht. Das sind die zwei. Das ist ganz gut. Neu gedacht von Simon Kretschmer. Ja, ne, es macht Spaß. Also ich habe das ganz anders in Erinnerung. Wirklich. Ich habe echt Bock, mit euch die Koop-Nummern durchzumachen und dann halt auch wirklich so stark zu spielen, dass man wirklich in den Raid kommt und dann halt auch noch mit mehreren Leuten zu sechs in den neuen Raid rein. Boah, und dann mit schön looten und neue Waffen ausprobieren und oh, das macht, ich glaube, das wird super. Das wird Spaß. Wir fangen voll motiviert an und am Ende spiele ich alleine. Ja, wie bei The Forest. Ja, okay. Gib ich dir recht. Wirklich? Auch du, Brutus? So, du warst dabei, ne? Ich gehe auf mein Hoverboard. Das einzige Ding, was mich je geliebt hat. Die einzige Sache, die ich wirklich kann. Ey, The Forest ist ein gutes Spiel. Wir sehen uns in der Hölle! Forest ist wirklich, also es hat mir echt Spaß gemacht. Es wurde ab dem Zeitpunkt, wo man nur noch darum ging, auf Krampf in die Höhlen zu gehen und da irgendwelche Scheiße zu finden, da wurde es anstrengend. Aber davor, so als man überhaupt noch nicht wusste und das mit dem Bauen war, es war schon geil. Ich hoffe, wir connecten gleich wieder zu den Servern. Ich bin mir nicht sicher, ob das an den Destiny-Servern liegt oder an uns. Wir können gerade am letzten nicht nachschauen, aber ich persönlich jetzt, wo es nochmal sich neu startet, ich glaube fast, dass es dann die Destiny-Server sein müssen. Wir kriegen hier leider auch keine Rückmeldung, ob wir überhaupt noch auf Sendung sind oder nicht. Wir machen einfach weiter. Aber wenn wir auf Sendung sind, dann spricht das dafür, dass es an Destiny-Servern liegt. Deswegen sag ich. Immer weiter. Wir würden gar nicht mehr senden, wenn es an uns läge, weil dann würde jetzt ja auch euer Stream weg sein, sodass wir eigentlich jetzt auch mit ganz viel Selbstbewusstsein Bungie die Schuld geben können. Schade, schade, Bungie. Schade. Uns könnte das, glaube ich, eher nicht passieren. Ey, Simon, kannst du mal wirklich aus der Tiefe der Dunkelheit genauso vorfahren? Ja. Und wenn du dann hier bist. Kannst du noch eine Axt holen dazu? Und wenn ich dann da bin? Nee, ich wollte gerade sagen, kannst du Werbung sagen, aber ich brauche Werbung. Okay. Es dauert. Nee, wir haben noch nicht Werbung. Ja, wir haben aber noch eine Minute 30. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell hier hinfahren kannst. Aber es macht schon Sinn, jetzt Werbung zu machen, wo er ja gerade versucht zu reconnecten. Denn dann können wir gleich, wenn wir wieder. Du hast einen fucking Ich Besen. Mach schon mal ein bisschen sauber. Es ist so gut. Ja, wir machen ein bisschen Werbung. Und wenn ihr wieder da seid, dann ist vielleicht auch der Server wieder da. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zurück, die Damen, die Herren, beim Dienstag. Wir versuchen Destiny 2 zu spielen, die Closed Beta. Sie ist allerdings so closed, dass auch wir meistens rausfliegen. Gerade geht's wieder. Aber ich weiß jetzt, woran es liegt. Na? Alle sind hier schwer am Rotieren und ich glaube, möglicherweise, und das wäre etwas vollkommen Neues, liegt es an uns. Nein. Doch. Also beziehungsweise auch da können wir sagen, es muss an Rüspeln liegen. Rüspeln? Weil Rüspeln ist halt auch von... Von dem deutschen Datennetz, Verband. Verband. Beobachtung. Ja. Verband quasi. Ja, Verband, genau. Ja. Ja. Deswegen, also die Aufzeichnung läuft weiter, wenn ihr das irgendwie jetzt einfach nur on demand schaut. So ist das halt im Klimasland manchmal. Aber du bist tatsächlich wieder drin, oder was? Ja, ich bin drin und ich zeige euch hier mal meinen Charakter. Er ist Hunter, er ist Woken Female. Und da werde ich jetzt mal nochmal draufdrücken. A-Woman. Ein A-Woman. Ja. Sie ist eine A-Woman. Genau, und da kannst du gleich, wir starten, glaube ich, wahrscheinlich schon wieder von vorne, ne? Ja, aber es wäre schade, weil ich war ja schon an diesem Hub, wo auch andere Lümmel sich rumalten. Also meinst du, wir können es mal versuchen? Es wird übrigens alles vorbereitet, es wird sogar eine neue Leitung verlegt. Max hat gerade mit ihm gesprochen für auch das Wochenende. Und also wir bauen hier komplett fürs Klimansland alles auf geil und dann gehen wir. Ja. Ja. Genau so. Während du da rumfliegst, vielleicht noch einmal ganz kurz für all die Leute, die Destiny nicht kennen sollten, wir mal ganz, ganz ratzfatz auf meinem Screen bitte. Ganz schnell drei Klassen, also drei Main-Klassen gibt es, die Titan, Verteidigung, integriert Disziplin, dann den Hunter, also den Jäger, Agilität, Adaption und Instinkt und den Warlock. Ja, Warlock, Strategie und Arkan. Genau, ich habe hier schon zwei kleine gemacht, das ist wurscht. Und jetzt können wir mal einen kleinen Technikvergleich machen, weil du hast die PS4 Pro am Start. Genau, und du hast die normale PS4. Jetzt ist es natürlich wie bei uns immer schwierig. Mach mal, drück mal weg. Ja, ich drück's weg. Weiß ich. Bei uns ist es ein bisschen schwierig, weil das Ausgangssignal, was ihr bekommt, frisst halt relativ viel Informationen. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht erkennt man ja trotzdem etwas. Ja. Ja. Bitte drücken Sie dieses weg. Ja, das war gerade noch der Ladescreen. Aua, aua, aua. Ey, das ist ein Shit mit dem Knie, ne? Kann ich auch mal sagen. Ich habe einfach Shit mit dem Knie gerade. Und das sieht echt fett aus, muss ich mal sagen. Das Knie? Ja. Hast du das gesehen? Aber Destiny 2 sieht echt gut aus. Ja. das hier ist übrigens eine
Aufnahme deines Knies. Ja, tatsächlich. Was man da sieht. Oben ist die Kniescheibe. Ja, genau. Und das ist das Innere von Daniel Bullimanns Knie. Ja, das Innere sieht normalerweise aus wie bei mir jetzt gerade, aber wenn man nochmal bei Nils raufschaltet, ja, also das, dann sieht man mein Knie. Das ist Bullimanns Knie. So, jetzt haben wir quasi hier exakt, ich habe nichts gemacht, ich habe mich nicht bewegt, null. Ja. Wechsel mal die Waffe, die ist so groß. Ja. Kann man eine kleine Waffe nehmen? Nee, der Titan hat eine große Waffe. Ja, okay. Jetzt mal gucken, sieht man irgendwie irgendeinen Unterschied? Irgendwie, also wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Das ist PS4 Pro. Ja. Jetzt gehen wir mal zurück zu mir, einmal schnell. Einmal zu Daniel Bullimann. Das ist schön, ja, die sind da wahrscheinlich alle hart am Rotieren. Ja. Dann schießt sich einfach wieder alles um. Das ist der Timo, wenn du mich siehst, dann einmal gerne umschalten. Ja, da ist es. Schwer zu erkennen, jetzt bist du auch unterwegs. Jetzt spielen wir einfach wieder. Und wir spielen leider wieder genau den Anfang der Mission, weil wir den leider nicht abspielen. Ja, speichern. Aber ich bin mega schnell, wie ich festgestellt habe. Ja, machst du mal einen Headshot auch, oder was? Also, ich bin zu schnell für die... Wie ich nicht. Dicke Rüstung, noch dickere Waffe. Genau, hier nochmal kurz ein paar Klasseninformationen. Wir haben hier auch Unterschiede. Ach so, warte mal, aber die Waffe hat er noch drin tatsächlich. Ja, die Waffen speichert er, das ist mir auch aufgefallen. Aber alles andere irgendwie nicht. Bitte aufmachen, bitte aufmachen. Ja. Boah, ich bin leider nicht so zielsicher, wie ich muss echt reinkommen. Commander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Und schnell durch. Bist du schon bei der Tür? Bist du schon bei Nils? Nils geht wieder steil, ne? Da habe ich wirklich auch Bock drauf, das wieder koopmäßig zu spielen. So, ich jetzt einfach mal hier weiter. Yep. Bitte aufmachen. Dann machen Sie auf. Hallo? Können Sie dann mal. Jetzt muss ich tatsächlich noch hier die Waffe nehmen. Okay. Vielleicht kriegst du noch eine neue jetzt. Warum musst du mal angucken. Nee. Ist das die gleiche oder was? Weiß nicht, ich will jetzt eh mit der Pistole spielen, weil die ist geil. Ja, aber als Hunter ist das auch. Ich habe damals bei Destiny 1 auch im Multiplayer immer mit derselben Pistole gespielt, weil es einfach Style hatte. Guck dir das mal an, wie hier die Gnome. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Typen von Invasion vom Mars. Diese Kartoffelköpfe da. Ja, ich habe gerade meine Waffe gewechselt. Kein Problem. Ich bin so der Scout-Typ, aber ja. Scout und Handwaffe ist sehr geil. Ne? Der Nils, da ist er viel schneller, ey. Achso, ich muss mal einen Sound drauf machen. Ja. Health, health, health. Bist du schon bei dem Obermufti wieder, oder? Ah ja, bist du schon. Okay. Oh. Hast du deine Special Moves schon ausprobiert? Ja. Kreis gedrückt halten? Okay, ich habe hier nämlich so ein dickes Schild. Kreis gedrückt halten? Ja. Nee. Was ist das? Combination Blow? What? Wo ist er denn? Da. Okay, nee. Hab ich jetzt nicht ganz gerafft. Entschuldigung, ich muss mich gerade konzentrieren. Hau ihn! Gott sagen, ey. Hau ihn nochmal um. Das geht ja. Ah, da ist noch einer. Wir spielen wieder von vorne, Kretschmer. Ja. Na, warum nicht? Okay, da bin ich wieder bei diesem Schiff. Na, Energieladen, come on. Oh.
die Knarre ist einfach die beste. Drei gedrückt halten, habt ihr ja die Heavy Weapon, ne? Habt ihr das schon ausprobiert? Ich hab die Pistole, ich brauch keine Heavy Weapon. Oh, no kinetic ammo! Oh, Sniper ist das bei mir. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Oh, da hab ich den Olli gemacht. Zack. Ah. Zack. Cool. So. Gib mal hier ein bisschen Hackengas. Bin echt auf die PC-Version gespannt. Also die Closed Beta zu der PC-Version kommt im August. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich Destiny auf PC spielen wird. Okay, hier war ich vorhin auch und hier sind die anderen Typen. Ja, lass mal hoffen, nee, achso, warte mal, oder ist das? Wahrscheinlich echt so diese erste Mission, die man einmal durchspielen muss. Vielleicht sind das auch NPCs, ich weiß es nicht. Double Jump wisst ihr auch, ne? Was? Double Jump wisst ihr auch, ne? Double Town? Double Jump. Ja, ja. Ich komm hier nicht mehr durch, ey, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier durchkomme. Hier sind die Kumpels hier, die reviven. Ich hab irgendwie einen revived. Das ist hier, siehst du das? Alter. Charge. Wie komme ich hier durch, Nils? Ich bin zu dumm gerade. Kannst du bitte kurz gucken? Ja, sorry, docken. Kreis. Einfach vergessen. Geil, durchgefräst. Zwei Leute mit Supers. Also ich bin hier Multiplayer-Action gerade. Alle haben ihre Supers gezündet. Voll super. Du bist im PvP oder was? Nee, also PvE eher. Alter, was ist denn das für ein geiler Super? Der lässt es ja mega regnen, Alter. Krass. Geil. Was? Wieso bin ich tot? Man revive mich. Vielen Dank, der Herr. Oh, alles kaputt hier. Hier war es so schön. Alles kaputt. Vielleicht gibt es hier noch Waffen. Angriff! Nee. Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Die Rettungsshuttles sind da drüben. Das ist ein Witz, ey. Kein Problem. Hier, ich hab Captain Planet Schild. Ich bin hier im Endkampf. Captain America. Gar kein Problem. Für die coole Squad, die hier kämpft. Super Squad. Okay, geht's jetzt hier weiter? Geile Kumpel Squad, supercharged. Sind das Player einfach oder was? Ja. Random Namen? Ja. Dann müssen wir, wenn wir diese Mission durchgespielt haben, vielleicht können wir dann gleich zusammen. Nein! Oh. Oh! Ja, mega genau coole Superkumpelbande ist weg. So ist es. Oh Mann, ich war gerade original, ich war gerade durch. Die Mission war beendet. Was machen wir eigentlich ohne Internet? Ich bin unzufrieden mit der Situation. Was machen wir ohne Internet? Was macht die Menschheit ohne Internet? Okay, almost daily. Menschheit ohne Internet. Shoot. Gurken. Tag 1. Selbstmord. Chaos. Anarchie. Hunde und Katzen leben miteinander. Massenhysterie.
Wähle die Wahl, wähle die Form deines Vernichters. Wähle die Form des Vernichters. Ja? Kein Internet. Kein Internet. Und jeder sagt, okay, no. Ja. Oh Mann, ey. Da haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt an Internet, ne? Aber das kann man nicht anders sagen. Ja, ohne Internet wäre schlecht, sag ich mal, ne? Wisst ihr, was ohne Internet auch noch geht? Du. Dein Gerät? Ja gut, okay, machen wir weiter. Leben ohne Strom. Oh, Leben ohne Strom. Nee, ohne Strom ist nicht fair. Es kommt ein riesengroßer Troll aus dem All. Ja. Also wirklich, das ist eine Rasse, die besteht aus Trollen. Die meinen es überhaupt nicht böse, die wollen auch niemanden wirklich, die wollen trollen. Dann kommen die im riesengroßen Raumschiff und hauen einfach so eine riesen EMP auf uns ab. Und der gesamte Planet hat keinen Strom mehr. Ja, aber dann haben die ja auch kein Internet mehr. Ja, dann aber können die nicht mehr trollen. Die kommen dann mit ihrem riesengroßen Raumschiff, was gleichzeitig auch so ein... Aber Trolle haben keine Raumschiff, die sind mega dumm. Trolle sind sehr Nein, dumm. Er meint Internet-Trolle. Internet-Trolle. Ach, Internet-Trolle. Nicht Trolle. Eine andere Rasse, die extra nur planetar reisen, um anderen Leuten einfach nur Aber das Internet ist ja dezentral. Das lebt ja davon, dass es ist ja die Summe ihrer Teile. Das Internet ist ja nicht ein Raum wie eine Bibliothek, wo dann nur einer Zugriff hat, sondern wenn es kein Internet mehr gibt es niemand mehr Internet. Aber weißt du, worüber ich gern mehr erfahren würde? Über die Trollraumfahrt. Exakt. Wie sieht sie aus? Ja, also nein, ich meine nicht die Troll, ich meine Nils Troll. Trolltrolle. Ja. Welttroll. Große, eckige, kantige aus Stein oder so. Golems, die Raumfahrt entdecken. Alter. Warum? Ja, und er fährt weg. Ja, aber die wären einfach riesig. Ich habe ein Spiel. Könnt ihr zu Hause mal spielen? Wenn ihr einen Schlafsack zu Hause habt, die sind ja immer so eingepackt und sehen dann so aus wie so Kroketten. Bis etwas größere Kroketten. Und dann haben die ja so eine Schnur, wo man den Beutel so zuzieht. Und dann könnt ihr den so halten und dann sieht das aus wie ein Boxsack. Und dann stellt ihr euch einfach vor, ihr haltet den so ein Stück über den Boden, diesen Boxsack. Und dann stellt ihr euch vor, dass ein Floyd Mayweather kommt, aber der ist nur so groß. Mayweather ist so groß und kommt und boxt gegen diesen Boxsack, den ihr so haltet. Und das könnt ihr euch einfach vorstellen. Und das ist das Spiel, was machst du abends, oder was? Ja, das ist so. Wenn du das machst, dann wird er kommen. Wenn du den Boxsack hinhängst, wird er hauen. Dann wird er kommen, ja. Ja, du glaubst das nicht. Ja, der Kleine. Aber er ist halt so groß. Das sieht man im Fernsehen nicht, weil das verzerrt durch die Aufnahmen. Auf jeden Fall. Das ist ja. Und man denkt sich die ganze Zeit, wieso gibt es eine Gewichtsklasse bis 15 Kilogramm? Das ist aber eine ganz große Verschwörung. Ne? Ich meine, auch das Publikum, alle sind ja so klein. Also alle. Die bauen ja auch kleine Stadien. Das, im Fernsehen sieht das immer größer aus. Ja, also wir sind nämlich die Trolle. Wir sind die Trolle, weil wir sind über 1,80. Und die Regelgröße ist aber eigentlich nur 10 bis 20 Zentimeter. 10 Zentimeter ist so groß, oder nicht? Ach, schade, ey. Wir gucken hier mal auf dem Screen. Ein bisschen Bock auf die Close-Beta haben wir doch. Aber ich glaube, so langsam können wir uns heute Abend von dem Thema verabschieden. Ich sehe schon die Leute im Chat, die jetzt die Ersten sind, die sagen, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Weil das ist, ich bin schon gegangen. Guck mal, es gibt immer so Leute, die sind die Ersten, die sagen, tschüss, ich habe die Schnauze voll. Und ich glaube, dass die Leute in Wirklichkeit gar nicht die Schnauze voll haben, sondern sie wollen nur die Ersten sein, die sagen, ich habe die Schnauze voll. Weil du damit suggerierst, wenn du der Erste bist, dem das nicht mehr genug Qualität ist, um damit die Zeit zu verbringen, bedeutet das, dass du so viel Qualität in deinem Leben hast, dass du bist der Erste, für den das nicht mehr ausreicht. Das heißt, alle anderen haben weniger Qualität in ihrem Leben, weil die noch nicht an dem Punkt sind, wo das für sie nicht mehr ausreicht. Und wenn du dann der Erste bist, der gehst, dann heißt es, ey, ich habe ein sehr qualitativ hochwertiges Leben. Ja, dann kann er da aber bitte das in den Chat reinschreiben. Ja, aber die sagen einfach, ich gehe jetzt und die gehen in Wirklichkeit gar nicht. Ja. Also, weil die wollen einfach nur, dass die Leute denken, sie hätten. Die wechseln nur den Account. Und da gibt es aber auch die Leute, die sagen irgendwie, ja, ich bin froh. Vielleicht sitzen die sogar hier in Rüspeln und weißt du, haben immer das Internetkabel in der Hand und machen mal. Weißt du? Das sind diejenigen, die genau das sehen wollen. Die nämlich sagen, ey, ihr seid schon im Klimansland, dann mach doch mal ein Lagerfeuer und nicht jetzt irgendwie ein Dienst haben. Ja, aber gute Frage, weißt warum du? Machen wir eigentlich kein Lagerfeuer? Machen warum gehen wir nicht vorne ans Lagerfeuer? Warum nehmen wir nicht das Mikrofon? Wir machen das auch gleich. Ich würde gerne nur zum sechsten Mal dieselbe Mission nochmal spielen, bis an den Punkt, wo ich die Kollegen finde. Nee, aber haben wir die Streaming-Möglichkeiten draußen? Weil dann machen wir wirklich ein Lagerfeuer. Das weiß ich gar nicht. Können wir nicht hier in dieser Heuscheune, können wir nicht in der Heuscheune ein Feuer legen? Ist das dumm? Die Heuscheune? Wo ist Florentin Will, wenn man ihn mal braucht? Der Heuscheune ist ein Feuer, oder nicht? Scheunen können nicht brennen. Nee. Wie Scheunen können nicht brennen? Scheunen können nicht brennen. Feuer hast du Florentin Scheune. Will's nicht? Also scheut die Scheune. Feuer scheut Scheune. So, deswegen heißen sie Scheunen. Warum können Scheunen nicht brennen? Ja, weil die aus Scheunenmaterial sind. Und unbrennbares Scheunenmaterial. Feuer scheut Scheunen. Ja, Mist, ne?
Leute, wir versuchen auch nur das Beste aus der Situation zu machen. Ich fühle mich auch wohl. Also ganz ehrlich, ich finde es ganz lustig. Ich würde auch viele Sofa spontan machen. Die einzige Überlegung, die ich jetzt wirklich nur habe, Sofa ernsthaft ist schon habe. Da. Sofa, ja, lass uns einfach viele Sofa machen. Machen wir ja eh schon. Aber ich bin auch ein bisschen gehuckt, weil ich will eigentlich mit euch zu dritt diesen Strike spielen. Aber es ist eigentlich verdammt, dass wir es. Ey, Thema: kein Internet ist zu lame. Fail and Error. So Probleme. So, wie oft sollten wir es eigentlich probieren, bis es klappt und bis wir aufgeben? Und ich weiß, wie wir die Sendung nennen. Wir nennen sie This Goes Only So Far. Oh, das ist gut. This Goes Only So Far. Ist gut, Nils. Mhm. Wo ist Simon? Wo ist er zum Applaudieren? Ist weg. Simon, kannst du applaudieren, ohne dass du. Da kommt Applaus on Wheels. Er entfernt sich. Ja, ach, Mann, ne? Ich bin mal wieder hier die Finale. Only go so far. Ich finde das gut, ey. Ja, im Moment kann ich nicht weit gehen, das nervt ein bisschen. Das nervt echt, ohne Scheiß. Ja, da ist man. Ich war auch so mega on fire und hab da alles weggeflötet. Simon? Sein Knie noch heile? Sein Knie heile? Geht's Knie weiter? Wie? Ey, ohne Scheiß, wie du Finn weggebölkt hast. Ohne Scheiß. Das dürfen wir noch nicht zeigen, oder? Das haben wir noch nicht. Doch, das lief da schon, oder nicht? Na, das haben wir auf Facebook, auf Twitter. Wir haben es auf jeden Fall überall in die sozialen Kanäle geblasen. Aber es gibt auch, glaube ich, noch eine richtige dazu. Also wir haben einen Dreikampf gemacht und er war fantastisch. Es war so ein Riesenspaß. Habe ich noch nie in meinem Leben so viel Spaß gehabt. Und dieses Jahr war das die beste Rocket Beans Veranstaltung, auf der ich war. Du bist so fit, das ist echt. Was fit? Alter, Finn, ne? Jetzt komm, ich hatte gute Schuhe an. Finn ist Sonntag kommt das. Sonntag kommt das. Ich laufe jetzt Sonntag hier nochmal lang. Mich erreichen gerade aktuelle Informationen. Eine Sekunde bitte. Es kommt sonntags. Ey, spielen wir echt nicht nochmal, oder? Du warst echt richtig gut. Ohne Scheiße, Simon. Ja, lob mich. Ach. Knack. Bitte lob mich nicht. Ey, ich glaube, Nils und ich, wir sind ein bisschen schlechtere. Ja, wir sind ja auch schon ohne den Einfluss von irgendwas. Das nervt mich übrigens an Spielen. Ich komme rechtzeitig, bevor der Typ den erwirkt. Ich bin so schnell. Und du kannst nichts verhindern. Und ich schieße viermal auf den Balk und das ist ihm egal, weil er den noch erwürgen muss in seiner Scripted Sequence. Und das nervt mich. Ich will den Civilian retten. Wie heißt das in Serien? Plot Armor. Ja. Also du musst überleben. Ja. Er muss überleben, weil sonst macht die Geschichte so keinen Sinn mehr. Und das finde ich echt fies. Muss nicht sein, ne? Muss doch nicht sein. Hey, you two. Give me a sec. Okay. Wow. Ich versuch's aber auch, Nils, ihn zu retten. So. Nee, habe ich nicht geschafft. Alright. Okay, ich beeile mich ganz doll. Ein neuer. Ich mache Speedrun quasi hier. Ja, mach das. Jeder von uns versucht sein Bestes. Wir müssen uns auch mal ein bisschen Internet wieder weg. Das müssen wir jetzt. Ja. Du bist schon beim zweiten Versuch ein bisschen näher gekommen, ne? Ey, ich war ja schon am. Die Sequenz war ja schon zu Ende. Wir haben ja schon Erfolg gehabt. Wir wurden da zusammengewürfelt. Okay, Open Door. Policy, come on. So, wo ist der Schurke? Kein Schurke in Sicht. Da. Ja, lass mich wieder rein jetzt. Das ging nicht. Der Revolver, der. Ja, der ist geil, ne? Mann. Das macht voll mega Spaß. Aber du musst gar nicht in den Kopf treffen und sie flatschen. Doch, ich treffe auch gerne den Kopf, aber die sind aber sehr viel Durchschlagskraft. Also, es ist auch okay, wenn du nicht direkt in den Kopf triffst. Dann triffst du auch. Trotzdem ins Herz. Na los, komm jetzt. Das war sehr schlecht. Wie ich die ganze Versuche von dir abzudrücken, rein automatisiert. Ja, aber ist okay. Ich habe gerade auch so in die Mitte geschossen, weil ich dachte, dann treffe ich beide ein bisschen, was natürlich Quatsch ist. Schauderino jetzt hier. Also alte Mann auf seinem Besen. Da, der ist hinüber. Wenn ihr rennt und B drückt am Antipp, dann slidet ihr so, ne? Nur als Tipp geben. Rennen und B drücken, ja. Okay.
Kein Problem. Noch irgendwie Munition oder sowas? Nee. Okay, weiter geht's. Da ist noch einer. Hau ihn. Eine Tür bitte. Aufmachen, bitte aufmachen. Okay, da ist wieder das Schiff. Must be the command ship. Oh. Ich habe einen Warlock gespielt in Destiny 1 und bin jetzt auch gerade echt am überlegen, jetzt gerade spiele ich den Titan. Ich überlege einfach eine neue Klasse ausprobieren soll, ne? Was Neues. Ja. So, Nils, sei schnell, sei gut. Ja, diesmal okay. Schaffen wir es. Also du schaffst es eigentlich. Nur mit meinem Revolver als Amulett macht mir keinen Spaß. Wie groß das Ding ist, das muss ihr Kommandoschiff sein. Haha, hast gesehen? Mega krasse Action. Vielleicht wieder schon bei diesem Mega-Hauptkampf. Alter. Oh, eine fiese Mücke hat mich direkt in den Hals geschossen hier, ey. Da. Hallo? Hallo? Unnötig. Da? Hallo? Kommen Sie da hoch, bitte? So. So. Finaler Kampf. Habe ich Kollegen hier am Start? Ach du Scheiße. Und wenn die so im Flug wegspratzt. Wieso habe ich denn jetzt keine Kumpels? Eben hatte ich Kumpels gehabt. Das ist doch echt doof. What? Ich war doch geschützt. Ach so, das war nein. Ach, das war das. Holst du mich zurück? Ich kann respawnen. Ah ja. Sehr responsible. Ey, RBTV Game Plus. Wie, echt? Ja, wer ist das? Bist du das? Alter, ja. Ich bin. Geil. Ja. Ja, ich seh dich! Juhu! Nils, wir sind im Spiel! Wir sind im Spiel! Das ist ja geil. Nice. Hat es doch geklappt jetzt hier. Das ist auch mein Super. Ich kann gleich meinen Super machen. Ja, zipp mal deinen Super. Meiner ist gleich ready for offloading. Ja, mal zusammen. Ja, noch ist hier nicht genug Action. Der Super muss sich richtig lohnen. Geil, wir sind zusammen, Nils. Das ist super. Geil. Ey, wenn Simon jetzt auch noch kommt, dann. Ja. Oh, gibt's hier Action? Nutze meinen Schild. Keine Action. Da ein bisschen Action, aber nur wenig Action, reicht noch nicht. Der gute Tower. Um meinen Super oft, zu machen. Wie oft bin ich hier auf dieses Dach gesprungen und habe mich hier einfach nur hingesetzt? Ja, oder ich habe mich mal da vorne rauf. What? Ich bin down. Aus irgendeinem Grund, hilf mir mal bitte. Ja, oh, shit, ja, ich komme. Jo. Okay. So. Da, jetzt lohnt sich der Super. Und jetzt schnetzel ich da einfach mal durch. Ja, schnetzel mal durch. Kümmelgesichtigen Shotgun-Action. Dreckskümmel geht mir alle aus dem Weg. Ich bin super gecharged. Wo sind die anderen? Da. Komm, beeil dich. Super noch mitnehmen. Yes. Bam, Alter. Ins Gesicht. Super. Kein Super mehr. Ich hab einen Super. Hier ist mein Super. Captain America. Oh, sind alle weg? Ja, ich hab die schon getötet. Warum nicht? Weil ich sehr gut und schnell bin. Pistolenmann. Aber ich wollte doch meinen Super zeigen. Tut mir leid.
Da, Simon! Simon, wir sind zu dritt! Jawohl! Okay, schnell, schnell hier weg. Das hätten wir nie was anderes getan, ey. Da, wir lieben The Plaza. Das ist da hinten. Boah, ich hab einen richtig einen von Latz bekommen. Ja, ich muss reinkommen, ohne zu sterben, Alter. Okay. Wo ist, muss man irgendwie wiederbeleben? Nee. Ist unten? Genau, diese weißen Orbs immer aufsammeln, ne? Okay. Also, oh shit, die sind da. Bist du mitgekommen? Du musst abhauen, Buddy. Scheiß drauf, was die da machen. Echt? Ja, komm mit mir. Okay. Simon? Simon auch mitkommen? Aber wohin denn überhaupt? Ja, einfach da. Warte, da geradeaus? Ja. Ach, da oben hoch. Ne, nicht da oben hoch, sondern unten Erdgeschoss. Aber bei mir ist die angezeigt, Simon ist hier noch am Fighten, Alter. Ihr müsst mitkommen. Hast du schon ein neues Ziel oder was? Ja, bekommen? Ihr seid. Ich, komm! Ja gut, dann Simon, dann los. Ihr war da gerade durch, genau. Aber unten lang. Ja. Genau, und dann da durch. Simon, kommst du? Was, wo? Ich höre euch da, gar nicht. Richtung Simon, Richtung Buddy. Game Plus hinterher, okay. Ja, einfach durch, scheiß doch mal auf die Typen. Kommt einfach. Ja, aber es macht so Spaß. Ja, das sind so viele. Solange ja, man lebt, soll man töten. Ja, aber ich warte hier auch unnötig ich, auf euch. Ich deck dich doch jetzt. Okay, alles klar. Ist dieses Spiel. Weiter. Okay. Alter, werdet ihr eigentlich auch gerade so derbe von Mücken belästigt? Ja. Und unnötig von diesen Mücken. Ich werde mich hier so ein bisschen den Nacken schützen mit Schutzgelöt. Seid ihr da? Ich. Na, wo? Ich komme hier nicht rein, Nils. Verteidige den Turm. Ich muss immer noch den Turm verteidigen. Also, okay. Also, ich weiß nicht, was du meinst, Nils. Wir haben uns zwar gerade gesehen, Nils. Ich glaube, du bist einfach zu früh weggegangen. Ja. Wir müssen einfach. Naja, also ich wäre ja nicht durchgekommen. Ja, aber du hast. Ich habe 0 von 3 Angriffe abgewehrt. Ach so, okay. Budi hat 2 von 3 Angriffe abgewehrt. Und okay. Du hast, glaube ich, einfach schon mehr, weil du angefangen hast. Check mal, ob ich zurückkommen kann. Ich glaube nicht. Nee, ich komme nicht zurück. Ich warte aber hier auf euch. Oder, ey, kann das sein, dass jetzt schon wieder. Sind wir jetzt schon getrennt wieder? Ihr seht euch ja noch, ne? Ja. Vielleicht bin ich schon wieder im Singleplayer gelandet. So, ich habe 3 von 3 weg, aber ich bleib bei Simon jetzt noch. Der Sprecher hat es nicht geschafft. Ein super ist Charge. Ich werde nach ihm suchen. Ah, ne, warte mal. Ich kann hier sogar noch mitkämpfen. Ja, perfekt. Ich komme zu euch zurück. Super Captain America. Oh, sind schon wieder alle weg. Ey, lass mir doch was über! Nee, Mann. Nee, ich hab das so schlecht getimed. Papa ist wieder da. Papa räumt auf. Und super gecharged und rein in die Meute. Mücke weg, bitte. Oh, keine Muni mehr. Scheiße. Komm, wir räumen hier auf, okay? Sobald du durch bist, Simon, sag Bescheid, ne? Wird 3 von 3 angegriffen. Simon, wie viele Angriffe hast du noch? Hä? Wie viele Angriffe hast du noch? 2 von 3. Okay, dann warten wir noch die nächste Runde ab. Pistolenmann, Pistolenmann. Oh nein. Oh shit. Nee, alles gut. Ich wurde hier weggeballert von dem Schiff. Wo sind denn jetzt die Gegner? Was soll denn das? Oh, hier. Da sind sie. Wir müssen den Sprecher finden. Wow. Alter. Geil. Das letzte Schatten. Und 3 von 3? 3 von 3. Okay. Spiel ist abgeschlossen. Dann müsst, also mein Pfeil zeigt jetzt auch genau ein neues Ziel. Dann ist Simon auch ready jetzt. Kommst du mit, Simon? Wird gemacht, Commander. Oder wie sieht's bei dir aus? Kannst du kommen? Oder musst du noch irgendwas abwarten? Irgendeine Sequenz? Ich glaube, jetzt geht's. Ja? Seid ihr da? Okay. Jo. Du hast einen Sniper, ne? Ja. Muss ich irgendwas drücken oder was? Hier geht's lang, Entschuldigung, hier. Runter, Treppe runter.
Wo ist denn hier eine Treppe? Ach da. Nee, was? Jetzt gehst du zurück, glaube ich. Dann neben der Tür, links geht's doch runter. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Sie wird den Sprecher finden. Oh, sieht der geil aus. Oh, sieht das geil aus. Ich sehe euch aber gerade nicht mehr, ne, im Spiel. Ihr seid bei mir nicht mehr in der, Session. Ne? Ne. Schießt ihnen die Tanks kaputt. Nice aus. Ich würde mal sagen, diese City sieht aus wie so eine Stadt. Eine alte asiatische Stadt oder was? Ich bin total konzentriert gerade. Muni ansammeln. Nee, sieht gut aus. Subcharged! Mach ich doch mal meinen Super. Super Duper! Bam! 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 Gar kein Problem, der will auch noch Ärger hier. Kannst du haben, Dude. Geil! Oh, hier, geil. Hallo. Ich bin dabei. Okay, ich bin in einer Zwischensequenz angelangt. Dann sollten wir bei dir draufbleiben. Picked up that guardian you never showed up about? Get them on the command ship, now! Hold on back there! Super gecharged! Eine Zwischensequenz. Come on, big guy. Do something. Guardian, time to kick him where it hurts. Time to kick him where it hurts. Da ist ein Mückenviech. Oh, wir werden total zerstochen sein morgen. Mhm. Okay, alles klar. Okay, Mann. Mach ich so. Bei mir hat sie gesagt, geben wir ihm eins auf eine Nuss. Oh. Ihr seid beide schon drin, ne? Ich habe mir die Sequenz auch angeguckt, aber ihr seht euch nicht, oder? Nein. Simon? Sehe Simon nicht. Simon hat einen Full Sound. Oh, geil. Download Schematics, New Objective. Hammer. Okay. Aber es macht schon Spaß, irgendwie. Ja. Das ist echt lustig. Ich hoffe aber trotzdem, dass diese Tutorial-Mission jetzt einmal gut ist und dass wir wirklich auch
geplant zu dritt spielen können. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man es nicht machen kann. Ich glaube, wir stellen es einfach doof an. Nils, wir sind die ganze Zeit bei dir drauf, ne? Ja. So, okay. Oh, was ist hier los? Die sind böse. Tür ist wieder zu. Seid ihr alle? Alle platt. Nicht mehr so gut. Hat jemand von Ikora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information! Information bei mir! Information! Sehr gerne mal Hyper haben. Shit, ey. Oh, Sniper, fuck it. So. Scheiße. Ein Power-Ammo. So unangenehm. Flutscht und flitscht aber alles so schön, ey. Na los, komm. Mann, ey. Gibt Alter, windig. So ein Hörni, der hier ganz schön laut macht gerade hier. Bist du bei Brand oder was, ja, ne? Hm? Bei diesem Brand, ne? Diesen Ding. Bei diesem sehr überheblichen Ding-Typen. Typi, der, ja. Der sich wohl für etwas Besseres hält. Na komm jetzt. Ich bin out of Muni oder was? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt, wo ich ihn tot habe, charge der super. No. Oh, shit. Überleben. Oh, shit.
Alter, ich muss echt ein bisschen aufpassen, ey. Der ist ein bisschen hart drauf, ey. So. Hast du ihn? Ja, seine Schergen auch. Ja, komm, scheiß drauf. Super Mai. Oh, noch so Schergen. Nein! Ich bin zu hoch gesprungen. Er schießt mich in der Luft weg. Oh, keine Power-Ammo. Na komm, also. Oh. Problem, was wollt ihr? Kein Problem. Bam, alle weg mit euch. Ey, ich glaube, ich habe mich gerade ein Vieh unters Auge gestochen. Das ist ja super unangenehm. Das ist unangenehm, Daniel. Naja. So. Soll ich jetzt da runter oder was ist jetzt der Plan? Offensichtlich, ne? Muni oder irgendwas zu greifen. Nee. Yes, ma'am. Wow. Wo sind die alle? Shit. Aber ich hab meinen Super. Ich treff nicht. Scheiß Kerl, ey. Oh. Mann, in dem Moment ist der super alle, das gibt's doch nicht. Scheiße, ey. Na gut. Weiter geht's. Shield Generator, soll ich den kaputt machen? Shield Generator. Okay, was mache ich jetzt? Turbines? Ist irgendein. Ist jetzt ein Geschicklichkeitsspiel hier oder was? Sieht gut aus. Okay, achso, jetzt muss ich die alle kaputt machen. Aha, okay. Nicht ganz sicher. Überhüpfen? Auf den Dingern drauf? Alter, aua! Ist okay, das Ding ist kaputt. Alles klar. Ich will jetzt aber nicht drauf gehen hier irgendwie. Oh, ich darf hier gar nicht rauf! Oh, jetzt wegen so einer Unachtsamkeit. Das ist doch unangenehm. Aber hier darf ich rauf, oder? Hier ist gerade tot, oder was? Nee. Alter, das ist ja ein richtig geiles Geschicklichkeitsspiel hier gerade. Lauf! Ah, das war knapp! Ich hätte springen wollen, ich habe gedacht, ich komme noch raus. Schrei. Egal, Problem. Okay. Ich muss es auch erst raffen, was ich hier machen muss. Ich bin auch da angekommen. Ja. Ach, die ist schon kaputt, okay. Die hatte ich auch schon, das da hinten nur. Okay, warte. Lauf, lauf. Lauf. Ja, okay, alles klar. Geil! So. Shields are down. Oh, fuck, ey. New Objective. Da lang. Nils, ey, was geben? Fump. Okay. Und weiter geht's. Speedrun. Ich weiß gar nicht, was ich hier kaputt machen soll, ehrlich gesagt. Ja. Auf. Oh, was ist das? Nee, oh, geil. Geh weiter. Vollidiot! How do we come back from this? You don't. Wow. Wow. Wer ist er? Ich krieg den Scheiß nicht hin. Ich bin viel zu ungeduldig, ey.
Oh, die machen den Traveler oder was? Server kaputt. Und mich haben sie auch angefickt. Getötet oder was? Do not look at me, creature. Alter, willst du mich verarschen? Disciplined, cowering behind walls. You're not brave. You've merely forgotten the fear of death. Allow me to reacquaint you. Your kind never deserve the power you are given. Oi. Okay. Ich glaube, das war die Kampagne, glaube ich, die man spielen konnte. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ah ja, okay. Ich raste so aus, ey. Open Director. Willkommen. Sehr gut. In einer Welt. Invite Friends. Ah, guck mal hier, ich kann euch jetzt inviten. Geil, dran riecht es auch, ey. Invite a Fire Team. Ah ja. So, ich hab sie da auch endlich gerafft. Ah ja, okay, jetzt bin ich hier im Dingsbums, genau. Und jetzt können wir Multiplayer machen, den Strike. Ja, Multiplayer, ja. Und den Strike. Und Simon ist auch durch, du bist bald durch. Du kannst dann ja eigentlich im Prinzip gleich auch die Zwischensequenz überspringen, die haben wir ja gerade gesehen. Ja. Sehr gut. Welchen? Achso, Simon guckt sich das noch an. Ich bin Gott. Und dein Licht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, ob wir noch ein bisschen Multiplayer-Action schaffen oder ob es jetzt vorbei ist. Oh, ist schon längst vorbei. Okay. Dann, ups. Weil die Zuschauer das ja schon gesehen haben, moderiere ich einfach mal ab. Okay, das war Destiny. Schön. Ich fand, ich kannte große Teile der Kampagne schon von der E3, aber das macht Spaß, ne? Ja, hat sich gespielt wie ein Shooter, wirklich. Ja. Ein guter Shooter. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt die erste Klasse gespielt. Ich hatte davor die dritte, den Warlock. Und den fand ich echt besser. Also schon interessant, wie unterschiedlich sich irgendwie die Klassen auch spielen. Durch die Waffen und ich weiß nicht, was man da, ich kenne ja das Spiel nicht, was man so da einsetzen kann. Aber ich fand den Warlock zum Beispiel echt viel besser. Also er hat sich mir besser erschlossen. Ich habe den Titan jetzt gespielt. Ich habe vorher bei Destiny 1 nie Titan gespielt. Ja. Ich habe Hunter, also erst, also ich hab, mein Main ist Warlock und dann habe ich den Hunter mal irgendwann angefangen, aber nie wirklich weit gespielt. Aber fand ich auch. Und klar, wir haben ja noch nichts gehabt an geilen Waffen und sowas. Also das, ne, das hat ja, war relativ zäh, die wegzumachen. Ja, aber wenn also, das schon Spaß. Der Nahkampf ist sehr stark. Also man wird immer es wird einem immer schmuckhaft gemacht, hinzugehen. Ja, genau. Schmackhaft gemacht. Also man hat richtig Bock auch in den Nahkampf zu gehen. Das ist so typisch Halo und das macht auch Bock. Also das macht genau bei Bungie-Spielen auch Bock. Ja, dann sei doch dabei. Also Buddy und ich werden auf jeden Fall zusammen zocken. Dann bist du herzlich eingeladen in unser Strike-Team. Und ihr natürlich auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Rocket Beans TV live vom Klimansland. Wir hatten ein paar technische Probleme, sorry dafür. Mhm. Aber ihr habt jetzt zumindest die Kampagne bis zum Ende gesehen, auch wenn wir sie 4-5 Mal anfangen mussten. Und werden auch, ich glaube, am Dienstag ist es, wann ist es genau? Donnerstag. Heute ist Dienstag. Donnerstag werden wir eine Squad zusammenstellen aus wirklichen Veteranen, unter anderem Tran, der das auch gesuchtet hat. Ja, und ein paar der andere, ist Veteran. Dennis, auf jeden Fall. Ne, werden dabei sein und die werden das nochmal richtig knallhart durchnehmen, so E-Sport-mäßig. Das schaut euch auf jeden Fall an.
Und wir machen Tschüss jetzt, ne? Machen wir? Ja, Triebhandsland-Action, ne? Morgen geht's hier weiter. Übermorgen auch. Und übermorgen auch. Das wird super. Aber dann ist Schluss. Aber dann ist Schluss. Aber auch echt Schluss. Ja, dann ist echt Schluss. Dann ist Schluss. Hm? Also. Nee, am Samstag gibt's noch ein Almost Daily hier. Aber dann ist Schluss. Und Sonntag auch. Sonntag ja, aber auch dann noch. Dann da, aber nach Sonntag. Dann ist Schluss. Ich finde, wir sollten am Sonntag nochmal drüber nachdenken, wie wir den nächsten Montag, würde ich sagen. So, mach's gut. Tschüss.